Und nicht nur die BND-Zentrale ist neu. Man möchte transparenter werden bzw. sich transparenter geben. Erstmals wird live aus der BND-Zentrale gesendet. Wir, das ZDF-Morgenmagazin, sind da heute dabei. Mit dabei, wenn in Berlins Mitte die Arbeit aufgenommen wird. Wolf Schmiese, wie fühlt sich das denn an, in der Zentrale des Auslandsgeheimdienstes des BND zu stehen und von dort zu berichten? Das ist ja wirklich eine Premiere. Guten Morgen, Mitri. Ja, wie fühlt sich das an? Es ist so, dass wir hier natürlich auch streng überwacht sind. Hier, und das dürfen wir nicht filmen, sind viele Mitarbeiter dabei, die genau schauen, dass wir nicht in einen Raum, wo wir gar nicht reinschauen sollen, reinschauen. Ich bin jetzt hier auf dem wohl geheimsten oder einem der geheimsten weltweiten Behördenflure. Und wenn wir mal hier auf so Türschilder gucken, da sehen wir, da gibt es auch keine Namen, da gibt es nur so einen Barcode. Und dann müssen die Mitarbeiter ihre Schlüsselkarte vor das Türschloss halten und dann springt die Tür auf. Wir können nicht rein. Die Mitarbeiter sind teilweise schon drin und ein ganz besonderer Mitarbeiter, den treffen wir jetzt hier. Das ist nämlich der Chef von Sianze, BND-Präsident Gerhard Schindler. Guten Morgen, Herr Schindler. Guten Morgen, Herr Schmiese. Herr Schindler, man muss den Zuschauern vielleicht sagen, das ist nicht Ihr Büro. Der Präsident zieht erst später hier hin. Jetzt kommen 170 Mitarbeiter. Wie muss man sich das vorstellen? Was machen die Leute? Zwei werden in so einem Büro sitzen, jeder hat zwei Rechner. Was machen die hier konkret? Ja, hier sitzen sogenannte Auswerter. Jeden Tag, nicht jede Woche oder im Monat, sondern jeden Tag kommen 5000 Meldungen in den Bundesnachrichtendienst hinein. Diese Meldungen kommen aus der ganzen Welt in allen Sprachen, Urdu, Pashto, Farsi oder Tamashek, die Sprache der Tuareg in Mali. Das alles muss bearbeitet werden, ausgewertet werden, hier an solchen Arbeitsplätzen. Und pro Monat erstellen wir aus diesen ganzen Meldungen über 1200 Lageberichte und Analyse für die Bundesregierung. Herr Schindler, wir sprechen gleich weiter, damit Sie sich kurz vorstellen können, wie der BND insgesamt aussieht und aufgebaut ist. Gucken wir uns das Ganze mal von oben an. Es ist Deutschlands größter Neubau seit dem Krieg, die BND-Zentrale in Berlin-Mitte. Allein in das Hauptgebäude würde eine Kleinstadt passen. Büros für 4000 Nachrichtendienstler. Der Bundesnachrichtendienst sammelt ausschließlich Auslandsinformationen. Daneben gibt es in Deutschland zwei weitere Geheimdienste. Das Bundesamt für Verfassungsschutz in Köln ist für das Inland zuständig, auch für die Spionageabwehr. Der militärische Abschirmdienst wiederum, auch in Köln, kümmert sich um Verfassungsschutz im Ausland. 6 Jahrzehnte hatte der BND seinen Hauptsitz in Pullach bei München. Seit 2008 wird in Berlin gebaut, 2016 soll alles fertig sein und knapp 1 Milliarde Euro kosten. Heute beginnen die ersten 170 BNDler ihren Dienst hier, mitten in Berlin. Und wir sind schon da und neben mir ist der BND-Präsident Gerhard Schindler. Es riecht hier noch nach frischer Farbe und frischem Linoleumboden. Herr Schindler, darf ich das Fenster mal öffnen? Aber gerne. Wenn wir jetzt hier rausschauen und dann sehen wir vielleicht, sehen unsere Zuschauer auch, die Nähe in Berlin. Da vorne ist die Chausseestraße. Die Bilder, die wir vorhin in dem Einspieler gezeigt haben, haben wir am Freitag von diesen Hausdächern geschossen. Sehr geheim scheint das ja nicht zu sein. Ist das die neue Politik des Hauses hier? Ja, wir wollen mehr Transparenz zulassen. Wir wollen am anderen Ende des Gebäudes ein Besucherzentrum für jedermann frei zugänglich errichten. Wir wollen dort eine Dauerausstellung einrichten über nachrichtendienstliches Arbeiten und Besuchergruppen ein interessantes Programm liefern. Aber es geht nicht um Transparenz um ihrer selbst willen, sondern ich sehe darin die Voraussetzung für eine breite Vertrauensbasis in der Bevölkerung, in der Gesellschaft. Und dass der BND eine solche Vertrauensbasis nötig hat, versteht sich von selbst. Versteht sich von selbst, weil der BND auch in der Kritik natürlich hart steht wegen ihrer Partnerbehörde, der NSA. Heute meldet der Spiegel, die NSA hätte 300 Berichte über Bundeskanzlerin Merkel angelegt. Das muss sie doch empören, das ist doch ein befreundeter Dienst. Machen Sie sowas auch bei den Partnern? Wir arbeiten nach klaren Vorgaben. Diese Vorgaben gibt uns die Bundesregierung und in diesen Vorgaben ist die USA als Aufklärungsobjekt nicht enthalten und wo nichts aufgeklärt wird, wird auch nichts abgehört. Jetzt gibt es einen NSA-Untersuchungsausschuss nächste Woche. Sie werden dort auch als Zeuge geladen. Es geht um die Zusammenarbeit Ihrer Behörde, des BND mit der NSA. Was hat sich der BND da vorzuwerfen? Wir haben uns nichts vorzuwerfen und wir werden das Ganze mit Interesse verfolgen und stehen dem Parlament selbstverständlich für jede Art von Fragen zur Verfügung. Sie werden weiter mit der NSA zusammenarbeiten wie gehabt? Wir sind der Auslandsnachrichtendienst. Wir brauchen internationale Zusammenarbeit, zum Beispiel bei Geisellagen. Wir brauchen sie zum Beispiel, um uns gegenseitig zu warnen. Und wir brauchen internationale Zusammenarbeit, um die Puzzleteile zusammenzulegen, um die richtigen Informationen zu erhalten. Ohne internationale Zusammenarbeit läuft nichts und wir haben
routiniert mit der NSA vorher zusammengearbeitet und werden es auch in der Zukunft tun. Nun fragt sich die ganze Welt, ob Präsident Putin, ob Moskau mehr annektieren will als nur die Krim. Wenn es einen Mann in Deutschland gibt, der darüber Bescheid wissen müsste, dann sind Sie es. Wissen Sie es? Ja, das ist genau unsere Aufgabe. Es ist natürlich eine spannende Aufgabe, richtige Lagebilder zu erstellen oder frühzeitig Absichten zu erkennen. Und genau dafür gibt es den Bundesnachrichtendienst. Und Sie dürfen sicher sein, dass wir nicht nur im Fall der Ukraine gut arbeiten. Aber Sie sagen es nicht uns, sondern nur der Kanzlerin, was Sie wissen. Das sind geheim beschaffte Informationen, die wir selbstverständlich der Regierung und dem Parlament vortragen. Aber ich bitte um Verständnis, dass wir dadurch unsere Aufklärungsziele nicht gefährden dürfen. Und deshalb kann ich dazu öffentlich nicht Stellung nehmen. Aber Herr Schindler, nun fragt sich natürlich ganz Europa, wir brauchen diese Informationen als EU. Ist es da sinnvoll, noch für 1 Milliarde Euro einen nationalen Geheimdienst mitten in Berlin aufzubauen, statt es auf europäischer Ebene zu machen? Ich glaube, es kommt nicht auf die Organisationsform an, ein Dienst für ganz Europa, sondern es kommt darauf an, dass man gut zusammenarbeitet. Diese Zusammenarbeit muss stetig ausgebaut werden und verbessert werden. Und ich habe es ja eben bei der NSA gesagt, ohne internationale Zusammenarbeit läuft nichts. Vielen Dank, Gerhard Schindler, Präsident des BND. Und 170 Mitarbeiter werden heute hier ihre Arbeit aufnehmen. Was soll man da wünschen? Viel Erfolg? Erfolg können wir immer gebrauchen. Vielen Dank dafür. Vielen Dank.